wir leben jetzt in einer Welt, in der, das ist die große Übergangsphase, in der wir lernen müssen, unsere Beziehungen miteinander so zu gestalten, ohne dass einer den anderen wie ein Objekt benutzt. Herzlich willkommen, Professor Dr. Gerald Hüther. Schön, dass Sie da sind. Ja, das freut mich unglaublich, dass ich hier mit dabei sein darf. Ich grüße alle, die uns zuschauen und zuhören. Herr Professor Hüther, wir haben, ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, mehrere Male angefragt, seit 8 Jahren. Und es gibt so die ein oder anderen Deutschen, die sagen, die gehören bei uns auf die Bühne oder jetzt hier aufgrund von Covid sozusagen online mit ins Studio. Und dazu gehören Sie. Ich bin so froh, dass wir Sie überzeugen konnten, einmal zu uns zu kommen, wenn es auch sozusagen virtuell ist. Wir verfolgen Ihre Arbeit seit vielen Jahren. Sie haben, glaube ich, für das Thema Persönlichkeitsentwicklung die letzten Jahre einfach unglaublich viel Positives geleistet und eine ganz tolle Arbeit gemacht. Ich habe Ihr letztes Buch, Lieblosigkeit macht krank, habe ich tatsächlich gerade als Audiobuch gehört. Fand ich sehr inspirierend, kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg auch. Sie sprechen da über die Liebe, über die Lieblosigkeit oder vielmehr, dass man die Liebe wieder in sein Leben bringen darf. Wie kann es sein, dass ein Neurobiologe sich mit dem Thema Liebe so intensiv beschäftigt? Das finde ich auch spannend. Und ich rede ja nicht über das, was im Rotlichtviertel passiert, sondern ich versuche natürlich herauszufinden, ob es eine Art und Weise von Beziehung zwischen Menschen gibt, die tatsächlich dazu führt, dass die sich auf tiefste Weise miteinander verbunden fühlen und trotzdem jeder das Gefühl hat, dass er noch nie so sehr über sich hinausgewachsen ist, wie in dieser Beziehung zu diesem anderen Menschen. Und wenn man solche Beziehungen hinbekommt, und das wissen wir beide und alle, die uns hier zuhören, das ist sehr selten. Also gleichzeitig maximal verbunden und gleichzeitig maximal frei und autonom, das ist dann schon ein bisschen ein Wunder und deshalb ist es wahrscheinlich so selten, dass es geschieht. Aber, sagt der Hirnforscher, es wäre gut, wenn wir das hinkriegten, weil es dem dient, was dann am Ende Potenzialentfaltung heißt. In uns steckt viel mehr, haben wir früher nicht so bewusst, aber seitdem wir wissen, dass das menschliche Hirn ja das ganze Leben lang immer wieder neue Verschaltungen aufbauen kann und man sich das ganze Leben lang auch ändern kann, ist das schon gut zu wissen, unter welchen Voraussetzungen und welche Rahmenbedingungen es braucht, damit wir in unsere eigene Kraft finden und dann diese Fähigkeit entwickeln, auch nicht nur immer was von anderen haben zu wollen, sondern auch was anderen verschenken zu können. Das ist das Geheimnis. Wenn Sie so sprechen, ich muss mich erstmal sortieren, weil mir fallen jetzt direkt 5 Fragen ein, die ich am liebsten stellen möchte. Sie sprechen von Potenzialentfaltung. Das ist auch etwas, womit wir uns bei Greater sehr intensiv beschäftigen. Das heißt, wie kann man sein eigenes Potenzial entfalten, sich selbst verwirklichen, würde ich es in meinen Worten sagen. Sie sagen schon, da ist viel, viel mehr Potenzial in uns, als uns häufig bewusst ist. Wie viel Potenzial haben wir denn? Was können wir im Leben sozusagen erreichen? Oder was verdeckt sich, sage ich mal, häufig unter dem, was wir glauben, erreichen zu können? Ja, ich bin ja von Hause aus Biologe und kann mir das sozusagen aus so einer biologischen Perspektive anschauen. Finde das auch spannend, weil dann hat das irgendwie nicht so immer diesen Beigeschmack von Seelenheilkunde. Und das größte Potenzial hatten Sie mal und ich auch, als wir beide noch eine eben gerade befruchtete Eizelle waren. Da wäre noch alles möglich gewesen. Und anschließend kommen wir auf die Welt. Da ist immer noch sehr viel Potenzial da. Und da wäre ja auch noch ganz vieles möglich. Aber dann wächst man halt in eine Familie rein und nicht in eine andere. Und dann wird man in dieser Umgebung, in dieser Stadt groß. Und da braucht man mit seinem Hirn bestimmte Fähigkeiten und die eignet man sich an. Und wenn man im tropischen Regenwald groß geworden wäre, dann hätten wir dort gelernt, 120 verschiedene Sorten von Grün auseinanderzuhalten. Und das braucht man hier nicht, aber als Potenzial hätten wir es gehabt. Das heißt, wir laufen während unseres Entwicklungsweges und dieses Prozesses, wo wir in die jeweilige Gesellschaft hineinwachsen, laufen wir in eine Welt hinein, in der wir uns an das anpassen, was dort notwendig ist und alles andere, was man da nicht brauchen kann, verliert. Und deshalb ist es so wichtig, dass man das versteht, dass man sein wirklich Potenzial nur dann entfalten kann, wenn man in einer Gemeinschaft mit anderen unterwegs ist. Alleine geht's nicht.
Das heißt dann Selbstverwirklichung, aber das kommt wohl noch aus der Zeit vom folgenden Jahrhundert, wo wir gedacht haben, wir sind alle Einzelkämpfer. Inzwischen ist ja klar, dass alles, was ich kann und was ich weiß, habe ich von anderen Leuten übernommen. Also ich könnte ja noch nicht mal sprechen. Ich könnte auch nicht auf zwei Beinen laufen, ohne andere, die mir gezeigt hätten, wie es geht. Wir sind also in einem viel stärkeren Maße soziale Wesen, als uns das bisher bewusst gewesen ist. Und das, glaube ich, ist das, was jetzt auch in der gegenwärtigen Zeit so langsam ins Bewusstsein rückt, dass hier keiner alleine auf der Welt ist, um seine privaten Bedürfnisse zu befriedigen und ein schönes Leben zu haben, sondern dass das alles miteinander zusammenhängt und dass man als Einzelner nur dann glücklich sein kann, wenn auch um einen herum andere sind, denen es gleichermaßen gut geht. Wenn wir dieses Potenzial haben, was hält uns davon ab, es zu leben? Das ist schon eine sehr berechtigte Frage und das hängt ein bisschen damit zusammen, wie unser Hirn arbeitet und wie auch Gesellschaften arbeiten. Es braucht also jedes lebende System, das ist ein Gehirn, das ist aber auch eine einzelne Zelle und das ist ein vielzelliger Organismus und auch eine ganze Gesellschaft. Die müssen sich alle so organisieren, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das hängt mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zusammen. Wenn die das nicht hinkriegen, fliegen die auseinander und alles verteilt sich wieder im Universum. Also ist unser ganzes Hirn und auch jede Gesellschaft darauf aus, die Beziehungen der Einzelteile, also der Neuronen oder der Menschen, so zu organisieren, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Und eben haben wir gesprochen über die Entfaltung des Einzelnen in einer Gemeinschaft. Und da wäre es natürlich schön, wenn man ganz viele andere hat, von denen man was lernen kann und die einen so helfen und die einen unterstützen und einem die Welt zeigen und einen auf diesem Weg begleiten. Und gleichzeitig muss aber auch diese ganze Gesellschaft ja irgendwie einen Zusammenhalt haben. Die brauchen ja auch irgendetwas, was ihre Kohärenz sichert, sodass das alles zusammenpasst und nicht alles drunter und drüber geht. Sonst würden die Menschen ja wie die Hühner durcheinander laufen. Und da haben sie seit der Sesshaftwerdung, also vor ungefähr 10.000 Jahren, ein Prinzip gefunden, was funktioniert hat. Und das heißt hierarchische Ordnungsstruktur. Einer sagt, wo es lang geht und alle machen das, was der sagt. Und das hat sich bewährt. Damit kann man wunderbar Kriege führen, andere überfallen, da kann man auch mal Notsituationen aushalten, da kann man sich gut organisieren. Wenn Corona ist, gibt es einen, der sagt, wo es lang geht und was alle zu machen haben. Ist ein tolles Prinzip und das machen wir jetzt schon seit 10.000 Jahren und zwangsläufig ist man in einer solchen hierarchischen Ordnung auch irgendwie nicht immer ganz oben, sondern die meisten sind weiter unten und würden gerne hochkommen. Und wenn man in so einer hierarchischen Ordnung von unten sitzt, dann ist man Befehlsempfänger, dann ist man Objekt. Da wird man zum Objekt der Anordnungen, der Bewertungen, der Belehrungen, der Erwartungen anderer. Und diese Objektrolle ist Mist. Das heißt, da geht es mir nicht gut. Da kann ich meine beiden Grundbedürfnisse nicht stillen. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich wirklich ernsthaft dazugehöre. Noch habe ich das Gefühl, dass ich meine Potenziale entfalten kann und meiner Entdeckerfreude nachgehen kann, wenn mir ständig andere sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Und deshalb ist das eine unbequeme Position, da unten als Objekt rumzumachen und seine Objektrollen auszufüllen. Dann will man hoch, strengt sich an und am besten kommt man nach oben, wenn man es irgendwie zu was gebracht hat. Also wenn man etwas erfindet oder was in die Welt bringt, was neu ist und was möglichst viele andere gebrauchen können. Und dann steigt man auf der Karriereleiter. Und wenn das Menschen auf der ganzen Welt 10.000 Jahre lang jetzt schon so machen, da kann man sich ausrechnen, wie die Welt wird. Die wird immer komplexer, kommt immer mehr Neues dazu. Und irgendwann landet man in einer Welt, die ist dann so komplex, also so miteinander verbunden und alles ist voneinander abhängig und die ist dann digitalisiert und globalisiert. Und in dieser komplexen Welt geht eines nicht mehr, die hierarchische Ordnungsstruktur. Das heißt, die hat sich jetzt selbst ad absurdum geführt. Deshalb es wird nie wieder jemanden geben, der wüsste, wie man eine ganze Gesellschaft oder gar die gesamte Weltbevölkerung lenkt und steuert. Also haben wir jetzt plötzlich unsere Anführer verloren. Manche hoffen jetzt in ihrer Verunsicherung, dass es wieder einen neuen gibt und wählen dann Herrn Trump oder Herrn Orban.
Aber die meisten Leute sind verunsichert und wir leben jetzt in einer Welt, in der, das ist die große Übergangsphase, in der wir lernen müssen, unsere Beziehungen miteinander so zu gestalten, ohne dass einer den anderen wie ein Objekt benutzt. So, das war die lange Antwort auf Ihre kurze Frage. Wir behandeln uns gegenseitig so, dass wir unsere Potenziale nicht entfalten können, weil wir aus einer gesellschaftlichen Ordnungsstruktur kommen, die wir erstmal vorübergehend gebraucht haben, um überhaupt so weit zu kommen, die sich jetzt aber sozusagen selbst ad absurdum geführt hat. Und jetzt ist die spannendste Übergangsphase, die ich mir überhaupt vorstellen kann in der Menschheitsgeschichte, nämlich wir müssen lernen, miteinander zu leben, ohne dass der eine dem anderen vorschreibt, was er zu tun und zu lassen hat. Ja, es ist sehr spannend, wie Sie das sozusagen betrachten und beschreiben. Wie geht ein Professor Dr. Gerald Hüther sozusagen mit diesem Spiel, nenne ich es jetzt mal, oder mit dieser Ordnung sozusagen um? Sie sind ja, glaube ich, sehr erfolgreich sozusagen in diesem Spiel. Sie sind Professor, Sie haben viel publiziert, Sie sind sehr erfolgreich, Sie sind angesehen. Das heißt, auf der einen Seite ist das ja etwas sozusagen, was Sie ja wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle motiviert hat, sozusagen Dinge zu tun. Gleichzeitig beschäftigen Sie sich ja sehr intensiv sozusagen damit, dass das ja wahrscheinlich nicht das ist, was uns wirklich glücklich macht. Wie gehen Sie selbst sozusagen mit diesem Spiel um, nicht zu sehr sozusagen Objekt zu sein, sondern Ihr wahres Potenzial zu entfalten? Ja, solange man damit spielen kann, ist ja alles in Ordnung. Und dann ist es ja wie eine Theateraufführung. Ich ziehe mir ein Kostüm an, spiele meine Zeit lang die Rolle und anschließend ziehe ich das Kostüm. Das können ja die meisten Leute nicht. Die sind ja dann der King Lear und wie sie alle so heißen und verwechseln sich dann auch mit den Rollen, die sie spielen. Ich habe ein bisschen Glück gehabt. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich immer dann, wenn ich in solche Rollen eingebunden werden sollte, es mir zu eng geworden ist und ich abgehauen bin. Also ich bin aus dieser ehemaligen DDR abgehauen, als ich dort nicht mehr frei atmen konnte. Ich bin aber dann auch aus einem Max-Planck-Institut abgehauen, als ich gemerkt habe, dass ich da immer mehr gezwungen bin, Dinge zu erforschen, die mich gar nicht interessiert haben. Ich bin dann in eine psychiatrische Klinik gegangen, habe dort die Forschung für die Psychiatrie aufgebaut und bin dort abgehauen, als ich gemerkt habe, dass mir dieser ganze universitäre Kram, dass der mich viel zu sehr einengt. Und habe dann nach Wegen gesucht, wie ich das, was ich da in dieser ganzen vielen Zeit gelernt habe, anderen Menschen so erklären kann, dass die in die Lage versetzt werden, damit für ihr eigenes Leben was anzufangen. Und damit bin ich raus aus dem akademischen Betrieb und habe meine Freiheit aber bewahrt und musste in dem akademischen Betrieb ja niemals auf der Hierarchieleiter nach oben klettern. Also ich bin bis dorthin geklettert, wie es nötig war, aber dann auch keine Stufe weiter. Und dafür habe ich mich auch nicht so sehr angestrengt und erst recht nicht verbogen und verkauft. Und ich habe mich auch nie selbst mit meiner Rolle verwechselt, die ich da gerade spielen musste als Professor an der Uni. Habe ich zugeguckt, habe ich gedacht, geht jetzt nicht anders, machst du jetzt mal, aber das bist nicht du. Also ich bin jemand anders und wenn mir das zu eng wurde, bin ich abgehauen. Jetzt sind wir als Menschen genau mit diesen Anforderungen der komplexen heutigen Welt diesen Komplexitäten sind wir ausgesetzt, diesen Anforderungen. Sie sprechen die Digitalisierung an, Sie sprechen die Erwartungen an, die die Gesellschaft, Familie, Freunde, ein Arbeitgeber, eine Umwelt und so weiter an uns hat. Jetzt sagen Sie schon, einen Tipp, den ich gerade mitgenommen habe, ist, es vielleicht an der richtigen Stelle als Spiel zu betrachten und zu erkennen, wo man halt eine Rolle spielen muss, aber wo man vielleicht auch bewusst dann keine Rolle spielt und ausbricht, wie Sie es häufig getan haben in so vielleicht kritischen Lebenssituationen. Welche weiteren Tipps können Sie unserer Community mit auf den Weg geben? Wie schaffe ich es, in dieser komplexen Welt zurechtzufinden, um weniger Lieblosigkeit in seinem Leben zu haben und mehr Potenzial entfalten zu können? Ich gebe ja nicht gerne Tipps, weil dann mache ich es ja mein Gegenüber sozusagen zum Objekt meiner klugen Ratschläge. Aber ich kann alle, die uns... Sie haben 32 Bücher geschrieben. Ich glaube, Sie geben sehr gerne Tipps. Nee, ich bin kein Ratgeber. Also ich bin ein Erklärer. Sie haben schon richtig am Anfang das dargestellt. Nee, aber was man machen kann, ist, man kann einen anderen Menschen oder sich selbst einladen, ermutigen und inspirieren. Ja, vielleicht einfach etwas liebevoller zu sich selbst zu sein. Das ist eine schöne Möglichkeit. Wenn Sie das mal versuchen, einfach in jeder Situation zu fragen, ob das, was Sie da tun, Ihnen wirklich gut tut.
Und dann kommen sie plötzlich drauf, dass sie vieles im Laufe des Tages machen, aus Gewohnheit oder weil alle das so machen oder weil sie einfach nicht drüber nachdenken, was ihnen in Wirklichkeit nicht gut tut. Und plötzlich können sie anfangen und sich fragen, muss ich mir jetzt diese Fernsehsendung angucken? Muss ich mir jetzt das Gespräch zwischen dem Herrn Müller und dem Herrn Hüter angucken oder schalte ich das lieber weg, weil es mir sowieso nicht gut tut? Sie können sich fragen, ob das, was sie essen, ihnen gut tut. Ja, und das hat mit Egoismus gar nichts zu tun, weil ein Egoist ist ja einer, der die anderen benutzt, um seine eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Das heißt, in dem Augenblick, wo sie darauf achten, das zu machen, was ihnen gut tut, verbinden sie sich wieder mit sich selbst. Sie erleben sich wieder als Gestalter ihres eigenen Lebens. Das sind nämlich jetzt ausschließlich sie, die das aussuchen. Und damit werden ihre beiden Grundbedürfnisse nach Verbundenheit und nach Gestaltungsmöglichkeiten gestillt. Es geht ihnen wieder besser. Sie sind kein Bedürftiger mehr. Sie sind auch kein Getriebener mehr, sondern sie bestimmen, was sie wollen und haben jetzt plötzlich so viel Kraft, dass sie auch was verschenken können. Jetzt brauchen sie nicht ständig andere, die ihnen ihre Aufmerksamkeit schenken, die sie bewundern, die ihnen hinterherrennen, sondern sie sind jemand, der hat jetzt was zu verschenken. Das ist eine völlig neue Position und das kann ich nur sagen, es macht viel mehr Spaß, aus dieser Perspektive sein Leben zu führen. Da muss man auch nicht warten, bis alle damit anfangen. Da kann man jetzt gleich damit anfangen und dann sieht man heute Abend schon die Wirkung, nämlich wow, toll, auf einmal merke ich, dass ich eigentlich Dinge tun kann, die mir gut tun. Und das sind dann Erfahrungen, die werden im Hirn verankert und das, was sozusagen als Lösung erkannt wird, das bleibt ja im Hirn hängen. Wir merken uns ja nicht die Probleme, die wir im Leben haben, das denken wir immer nur, sondern was sich das Hirn wirklich merkt, sind die Lösungen, die wir gefunden haben. Und die sind eben bisweilen auch blöd. Also in der momentanen Situation sieht das wie eine gute Lösung aus, langfristig ist es Mist. Aber liebevoll zu sich selbst zu sein, ist eine ziemlich gute Lösung. Merkt man sofort noch innerhalb der nächsten paar Minuten, ob einem das gut tut. Und Menschen, die das tun, werden dann andere Menschen. Die können sie nicht nur sich selber besser leiten, die können auch andere besser leiden. Und dann auch natürlich andere Lebewesen, die führen dann ein anderes Leben. Und vielleicht ist es das, worauf unsere menschliche Entwicklung im Augenblick hinausläuft. Also irgendwas muss sich ja ändern. Ja, ich und wenn ich nur noch Dinge tue, die mir gut tun, dann unterwerfe ich mich auch nicht gegenüber anderen, sondern mache das nur so spielerisch mit, so lange, bis ich abhauen kann. Und wenn ich nur noch Dinge tue, die mir gut tun, dann lasse ich mich auch nicht von anderen verführen. Das merke ich dann auch, weil da will ja jemand mir irgendwas einreden und dann will ich ja doch schon selber bestimmen, was ich tue und was ich nicht tue. Also man ist nicht mehr verführbar, man ist nicht mehr unterdrückbar, man ist wieder Gestalter seines eigenen Lebens und man ist so unterwegs, dass man anderen was verschenken kann. Also ausprobieren ist eine tolle Idee. Man wird wieder Kreator auf dieser Welt. Sehr schön. Damit werde ich direkt anfangen. Herr Professor Hüter, ich weiß, dass Sie das Thema Digitalisierung sehr kritisch sehen. Sie haben es auch gerade schon ein paar Mal angesprochen. Es erhöht natürlich die Komplexität, die Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben im Alltag, mehr Ablenkung. Ich stimme da auch total zu und ich bin selbst sozusagen Opfer dieser digitalisierten Welt. Man ist viel zu viel an seinem Handy, man ist viel zu viel abgelenkt und beobachtet das natürlich auch im Umfeld. Aber ist es nicht gleichzeitig, ist es vielleicht nicht das bekannte Beispiel mit dem Messer? Also es ist immer die Frage, wie man es einsetzt, Digitalisierung. Das Gespräch hier gerade wäre nicht möglich, es könnten gerade nicht viele tausend Menschen zuschauen. Wenn es YouTube nicht geben würde und Podcasts und Smartphones, würden das Interview hier und Ihre tollen Erklärungen nicht viele Menschen erreichen. Hat Digitalisierung auch nicht viel Positives zu bieten, richtig eingesetzt? Na, ich glaube, Sie fallen da auf was rein, nämlich ich gehöre nicht zu denen, die diese Digitalisierung verteufeln. Da gibt es andere Hirnforscherkollegen, die das machen. Ich habe immer gesagt, es geht bei der Digitalisierung um die Nutzung eines Werkzeuges. Es ist ein wahnsinniges Werkzeug, so wie Hammer und Meißel oder Rechenschieber. So kann man jetzt eben auch ein digitales Gerät benutzen, um ein Werk zu vollbringen. Und Sie haben das ja schon genannt, manches ginge ja gar nicht. Also mein kleines Smartphone kann sich ja viel mehr merken als ich. Und es kann sogar lernen und es kann irrsinnig viel. Und ich kann das als Werkzeug wunderbar benutzen, um mich im Alltag zurechtzufinden, so wie ich auch viele andere Werkzeuge in der Küche oder so beim Kochen benutze. Und solange digitale Geräte als Werkzeuge benutzt werden, habe ich überhaupt kein Problem. Das Problem ist, dass wahrscheinlich ein sehr großer
Anteil der Bevölkerung die digitalen Geräte gar nicht als Werkzeug benutzt, um ein Werk zu vollbringen, sondern, wie das fachsprachlich heißt, als Instrument zur Affektregulation. Die haben Langeweile, ungestillte Bedürfnisse, irgendwelche Sehnsüchte. Ich will gar nicht über die erotischen Fantasien reden. Also die benutzen das, um etwas, was sie eigentlich im realen Leben machen sollten, also Freunde zu finden, benutzen die dann die digitalen Geräte, um 120 oder 1500 Freundinnen auf Facebook zu finden. Das ist Ersatzbefriedigung. Und wer das so macht, wer die digitalen Geräte einsetzt, um seine Bedürfnisse zu stillen in einer virtuellen Welt, der kann dann in der Zeit natürlich nicht lernen, wie man wirklich eine Freundin findet, wie man wirklich mal einen Hammer, einen Nagel in die Wand schlägt oder wie man wirklich mal ein Problem löst im realen Leben. Und deshalb ist die Digitalisierung per se nicht das Problem, sondern die vielen Menschen, die diese digitalen Geräte nutzen, um ihre ungestillten Bedürfnisse zu stillen als Ersatzbefriedigung. Und das, und da ist der Vorwurf, das weiß die Wirtschaft, das wissen die Hersteller dieser Produkte, und deshalb sind die alle so designt, dass da dauernd Spiele drauf sind, dass es dauernd darum geht, einen abzulenken, dauernd ruft dieses Gerät, es sei schon wieder was Wichtiges passiert. Und da wird es Zeit, dass man sich emanzipiert, dass man ein Subjekt wird und ein Gestalter seines eigenen Lebens und dann sagt, das tut mir nicht gut, wenn ich dauernd von dem Ding da bevormundet und überredet werde, irgendwas zu machen. Ich schalte das dann ein, wenn ich es für irgendwas brauche, und ansonsten ist es ein Gerät, das liegt in der Ecke, und ich nehme ja auch nicht dauernd den Kochlöffel, wenn ich gar nicht kochen will. Herr Professor Hüther, Sie sprechen in Ihrem Buch Lieblosigkeit macht krank das Thema Kohärenz an. Sie haben es gerade auch schon einmal erwähnt. Ich fand gerade diesen Part in dem Buch besonders spannend. Sie beschreiben dort, dass, ich drücke es in meinen Worten aus, korrigieren Sie mich da gerne, dass quasi alles irgendwo nach Ordnung strebt. Unser Körper, die Biologie, Gruppen, also Menschengruppen sozusagen, soziale Systeme und so weiter. Vielleicht mögen Sie uns einmal erklären, was ist Kohärenz? Und wie schaffen wir es sozusagen, diese Ordnung in unserem Leben oder in unserem Körper, in unserer Gefühlswelt, in unseren Emotionen sozusagen, in eine gute Ordnung zu bekommen, wenn es, und so fühlen wir uns vielleicht manchmal, wir fühlen uns, glaube ich, häufig sehr inkohärent. Wie werden wir etwas kohärenter mit uns selbst? Oder ja, uns selbst? Wir befinden uns in so einer Phase, wo wir Neuland des Denkens betreten, und da passen die alten Begriffe nicht mehr so. Und Ordnung ist was Starres. Ordnung hindert mich. Veränderung. Homöostase war früher mal so ein Begriff, alles Mist, weil ich da das Gefühl habe, es kommt auf das Erreichen eines Zustandes an, und Kohärenz ist etwas, was zum Ausdruck bringt, dass man sich darum bemüht, einen Zustand zu erreichen, wo alles gut zusammenpasst, wo man aber gleichzeitig weiß, dass es diesen Zustand in der Realität nicht gibt, solange man lebt. Also im Hirn und mit dem Körper passt dann mal alles zusammen, wenn ich gerade gestorben bin. Aber vorher ist es das Kennzeichen des Lebens, dass es immer nur Störungen gibt. Immer wieder gibt es irgendwas, was mich aufregt, was mich stört. Und das ist der Zauber des Lebens. Nicht die Ordnung, sondern diese Störung. Und glücklich ist man dann, wenn man einer ist, der im Laufe seines Lebens ganz viele Gelegenheiten hatte, unterschiedlichste Störungen, sprich also unterschiedliche Probleme und Herausforderungen auf jeweils besondere Weise meistern zu lernen. So, und dann kommt am Ende ein Mensch raus, der ist nicht kohärent, aber der hat das Gefühl, es kann jetzt kommen, was will, das kriege ich auch hin. Und der sagt dann, willkommen, liebes neues Problem. Schön, dass du da bist, auch an dir werde ich weiter wachsen. Und das ist der Zustand, um den es geht. Und da merken Sie, das ist kein Zustand, das ist eine innere Haltung, mit der man dann ins Leben geht und sich den Problemen des Lebens stellt. Nicht als einer, der alles so haben will, wie er sich das vorgestellt hat, sondern als einer, der werden will, wie es das notwendig macht, wenn man davon ausgeht, dass das Leben kein stabiler Zustand, sondern ein ständiger Prozess von Veränderung ist. Da muss ich mich mitverändern. Und das Einzige, was ich lernen kann, ist, dass ich dann nicht zu einem Bremsklotz werde für diese Veränderung mit meiner alten Vorstellung und meinen bisherigen Gewohnheiten und all dem, was ich da bisher benutzt habe, um Ordnung zu schaffen in meinem Leben. Und diese Ordnung ist es dann nicht, sondern es ist eher die Kunst, loszulassen, wenn man merkt, es hilft mir nichts mehr. Danke Ihnen. In unserer Arbeit mit
wenn wir Coaches ausbilden oder wenn wir auch andere Menschen coachen oder unsere Coaches andere Menschen coachen bei Greater, dann merken wir immer wieder oder wir fragen häufig unsere Klienten, unsere Community-Member, was möchtest du eigentlich für ein Leben leben? Also viele Menschen wissen häufig, was sie nicht leben wollen, wissen aber selten, wie sie eigentlich ihr Leben leben wollen. Und wenn dann einmal sozusagen die Menschen spüren, wie sie eigentlich in einzelnen Lebensbereichen, wie ihre Wunschbeziehung aussieht, wie ihre wahre Erfüllung im Job aussehen kann, wie ihr privates Umfeld, ihr Familienleben aussehen kann, wie die, der Umgang mit einem selbst sozusagen wirklich aussehen kann, dann arbeiten wir gern mit Visionieren, dass die Menschen sich sozusagen vorstellen, spüren, erleben, wie dieses Leben aussehen kann. Und ich möchte die Chance nutzen, mit einem Neurobiologen, mit Ihrem sozusagen Wissen, können Sie einmal erklären und beschreiben, was passiert und ob sozusagen so etwas funktioniert? Also hilft es sich sozusagen, Dinge vorzustellen, zu erleben, zu spüren, um diesen Zustand im Leben später wirklich zu erfahren? Ist das neurobiologisch oder ist das sozusagen erklärbar? Ja und nein. Also von der bloßen Vorstellung, was ich für ein toller Typ sein könnte oder wie liebevoll ich mit mir umgehen könnte, wird ja nichts anders. Das ist ja nackte Vorstellerei. Aber es kann mir helfen, wenn ich so eine Vorstellung habe, dass ich es ausprobiere. Dass ich dann auf einen Partner zugehe, der mir gefällt, dass ich mich einer Tätigkeit hingebe, wo ich spüre, dass sie mich erfüllt oder dass ich liebevoll versuche, mit mir selbst umzugehen. Und was dann im Hirn hängen bleibt, ist nicht die Vorstellung, sondern die Erfahrung, die ich dabei mache. Das Hirn merkt sich nicht die Probleme und die ganzen Einzelheiten, sondern das merkt sich, welche Lösungen wir im Laufe des Lebens gefunden haben, um inkohärente Zustände in kohärentere zu verwandeln oder eben in umgangssprachlich, um das, was da im Leben an Herausforderungen auf uns wartet, auch zu meistern. Und deshalb, das ist eine tolle Strategie, so würde ich das Hirn auch konstruieren, dass sich sozusagen selbst optimiert anhand der im konkreten Leben vorgefundenen Probleme und Herausforderungen. Mhm. Herr Professor Hüther, gibt es etwas, auf das Sie sich besonders freuen, wenn in Zukunft wieder mehr Freiheit möglich ist, wenn man wieder sozusagen mehr Möglichkeiten hat, nicht mehr so eingeschränkt ist wie die letzten Monate? Gibt es etwas, was Sie sich besonders freuen, was Sie besonders vermissen? Ja, das ist sicherlich das, worauf sich alle freuen. Wir können eigentlich kein Leben führen ohne die Begegnung mit anderen. Und mir liegt das sehr am Herzen, dass wir insbesondere endlich unsere Kinder wieder aus diesen verengten Verhältnissen rauslassen, dass die wieder ausprobieren können, wie das Leben geht. Und das, was dann passiert, ist, dass wir denen helfen sollten, dass sie ihre Lebendigkeit wiederfinden. Die haben nämlich, also sehr viele Menschen haben irgendwie in dieser Zeit ihre Lebendigkeit eingebüßt. Und das wäre schon toll, wenn wir uns anschließend dazu entschließen könnten, alles dafür zu tun, dass wir uns gegenseitig einladen, ermutigen und inspirieren, wieder das Leben in seiner ganzen Lebendigkeit kennenzulernen, aufzunehmen und miteinander zu feiern. Herzlichen Dank, tolle Schlussworte. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Professor Dr. Gerald Hüther. Sehr gerne.